Ja, seit 1951 wird der Unimog bereits von Mercedes-Benz gebaut. Traditionell ist das Unternehmen auch immer auf der Agritechnica mit einer großen Standfläche präsent. Wieso ist es so wichtig für Sie, sich der Agrarbranche mit Ihren Produkten zu präsentieren? Ja, die Agrarbranche ist ein ganz essentieller Sektor nach wie vor für uns. Wir sehen gerade hier mit unseren Lösungen für das Thema Transport eine Chance, stärker an dem Feld zu partizipieren. Und neben den klassischen Agrarkunden und Lohnunternehmern kommen natürlich auch sehr viele Kommunalkunden hierher, Straßenbauverwaltungen. Und wir präsentieren uns neben den Agrarfahrzeugen natürlich auch hier mit unserer Hauptdomäne, den Kommunalfahrzeugen, auf dem Stand. Wir stehen jetzt hier vor dem U400, sicherlich eine sehr universell ausrüstbare Maschine. Was bieten Sie den Kunden? Ja, das ist der neue U400, die ganz neue Generation, die gerade soeben erschienen ist. Erfüllt die neue strenge Lkw-Abgasnorm Euro 6, sogar noch etwas höher als die Tier 4 Final Norm. Und dieses Fahrzeug wurde von Grund auf neu konzipiert. Wir haben natürlich unser klassisches Unimog-Konzept mit dem großen geräumigen Freisichtfahrerhaus, der guten Sicht nach vorne beibehalten, führen jetzt aber eine komplett neue Motorengeneration mit höchsten oder höheren Motorleistungen bis zu 300 PS ein. Und dieses Fahrzeug ist speziell für den Einsatz in der Agrarbranche konzipiert. Das heißt unter anderem, wir sind hier in Ausstattung mit mechanischer Frontzapfwelle, mit neuer Heckzapfwelle, an der auch die volle Motorleistung verfügbar ist, sowie Front- und Heckkraftheber ausgestattet. Hier auf dem Stand findet sich aber trotzdem ein oranger Aufbau, ein Kommunalaufbau auf einem Fahrzeug. Was hat es damit auf sich? Ja, das Fahrzeug, Sie sehen es hier auf unserem Stand, ist speziell für den Lohnunternehmer oder Dienstleister konzipiert. Wir wollen damit die Lohnunternehmer darauf aufmerksam machen, dass man dieses Fahrzeug das ganze Jahr über auslasten kann. Im Sommer werden klassische Unimog-Aufgaben, das heißt landwirtschaftliche Transporte, zum Beispiel für Biogasanlagen durchgeführt. Und im Winter, wo der Lohnunternehmer ansonsten wenig zu tun hat, kann man dieses Fahrzeug eben sehr gut für die klassischen Aufgaben des Winterdienstes einsetzen oder beispielsweise in der Gehölzpflege. Deswegen ist dieser U500 ausgestattet mit einem Feuchtsalzstreuer von Gmeiner, der direkt anstelle der Pritsche aufgebaut ist, und in der Front mit einem Ausleger von Dücker für Gehölzschnitt oder für Mulcharbeiten. Ja, hier auf dem Stand sind ja auch Fahrzeuge, die eher Lastwagen ähnlich sehen. Wo sehen Sie hier die Einsatzzwecke in der Agrarbranche? Ja, zum einen haben wir hier natürlich den klassischen Unimog als universelles Fahrzeug, universell einsetzbar, mit dem wesentlichen Vorteil der hohen Fahrgeschwindigkeit im Transporteinsatz und des geringen Kraftstoffverbrauchs. Zum anderen haben wir hier aber auch auf unserem Stand den neuen Mercedes-Benz Arox. Das ist ein robuster LKW, eigentlich fürs Baugewerbe konzipiert. Und dieses Fahrzeug ist eben hier speziell für den Agrartransport, vor allem für den Biomassetransport, vom Feld zum Silo oder zum Hof gedacht. Und wir haben den eben speziell ausgestattet mit Ballonbereifung, großer Hydraulikanlage und Kugelkopfkupplung, sodass dieser als landwirtschaftliche Zugmaschine eingesetzt werden kann und dann eben sehr schnell mit hoher Geschwindigkeit und kraftstoffsparend als reines Transportfahrzeug für die landwirtschaftliche Logistik eingesetzt werden kann. Im Gegensatz zum klassischen Unimog, der eben auch für Arbeiten wie Großballenpressen, wie Miststreuer oder für Ladewagen durch seine Hydraulik und seine Zapfwellenabtriebe genutzt wird. Ja, für eingefleischte Unimog-Freunde ist es toll zu sehen, dass Mercedes-Benz weiter an der Weiterentwicklung dieses Fahrzeugs mit all seinen Vorzügen, mit all seinen schon von früher bekannten Vorzügen festhält. Ja, weiterhin viel Erfolg für das. Vielen Dank.